Oh, die Wildschweine kommen da nicht hoch. Ey, als ob uns jetzt die Wisente hier so zum Verzweifeln bringen, ne? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Moin Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Hirschfelden Mission Guides. In Folge 2 haben wir uns dem Fuchs gestellt, den wir mit dem Bogen jagen mussten. Wir waren noch gar nicht so schlecht, wir haben nur 1,5 Stunden gebraucht. Wenn ihr die Folge verpasst habt, schaut gerne mal hier oben in die Infokarte, da könnt ihr euch die Folge nochmal ansehen. Ja, jetzt wollen wir aber mal schauen, was uns heute erwartet, denn wir wollen direkt reinstarten. Das Ende letztes Mal, wir mussten noch ein bisschen kämpfen mit dem ein oder anderen Tier, um... ja, den Rehduft zu bekommen. Heute soll es ein bisschen anders laufen. Schauen wir mal, wie gut wir vorankommen. Wir haben als aktuell einzige Hauptmission Bandari die Sache mit den Wisenten. Gehe zur Rinderlandschlucht, finde den Kadaver und besorge eine Blutprobe. Wir werfen kurz einen Blick auf die Karte. Die Rinderlandschlucht ist hier unten links. Also in einem Bereich, in dem wir noch gar nicht waren. Heißt, der Weg ist relativ weit. Wir müssten uns oder wir könnten auf dem Weg einige Aussichtsplattformen freischalten. Aber... ich habe eine andere Idee. Wir werden uns als erstes um Jäger 5 kümmern. Gehe zu den Schönfelder Windmühlen, erlege von einem Hochsitz aus ein Wildtier mit einer Waffe mit Zielfernrohr und verwerte es. Denn werfen wir nochmal einen Blick auf die Karte. Die Schönfelder Windmühlen sind ein bisschen dichter dran und wir haben im Norden davon schon ein Haus. Da werde ich gleich hinreisen und werde mal mit dem Quad hier runterfahren zu dieser Aussichtsplattform und sie freischalten. Und dann werden wir uns mal anschauen, was in diesem Gebiet so los ist. Ich mache mich auf den Weg. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier an dem Aussichtspunkt angekommen, einem der schönsten Aussichtspunkte hier auch in Hirschfelden, würde ich sagen. Und ein Blick auf die Map verrät uns, dass wir leider hier in dem näheren Umfeld kein Häuschen haben, sondern nur hier unten südlich am See. Das werde ich jetzt gleich nochmal freischalten und dann werden wir hier in den Bereich gehen. Ich sehe hier schon einen Hochsitz, den wir aufbauen können, das werden wir dann gleich machen. Ab zum Außenposten, einmal kurz das Equipment checken und dann geht es los in den gelben Bereich und auf die Jagd nach einem Tier. Der Außenposten ist eingenommen und ich habe gerade beim Checken der Munition festgestellt, wir haben in unserer 270er nur noch 6 Schuss. Das heißt, wir werden mal eben ganz schnell Munition für unsere 270er nachkaufen. Denn das muss sein... falls wir den Wisenten begegnen, damit wir, auch wenn die Munition da noch nicht komplett ausreicht, sind wir da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, wenn wir da ein bisschen mehr Schuss haben. 26 Schuss sind fein, die nehmen wir mit, die packen wir ein. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Und zwar müssen wir hier ein bisschen nordöstlich in die Richtung. Ich habe mir da schon einen Wegpunkt gesetzt. Es sind ungefähr 950 Meter bis zu dem, oder ungefähr 1 Kilometer bis zu dem Hochsitz, heißt, ich werde gleich noch ein kleines Stück mit dem Quad fahren und dann werden wir uns langsam mal in diesen Bereich begeben, den Hochsitz aufbauen und mal gucken, ob da denn hier am Abend noch ein paar Tiere vorbeikommen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass hier Wisente vorbeikommen, denn die Wisente haben Fresszeit von 17 Uhr und das wollen wir ein bisschen ausnutzen und wie gesagt, hoffentlich kommen da welche vorbei. Es ist ja auch egal, welches Tier wir töten für diese Mission, Hauptsache es ist von einem Hochsitz aus und mit einem Zielfernrohr. Also auf den Weg gemacht und bis gleich. Ich bin jetzt gleich beim Hochsitz angekommen und an der Stelle noch eine kleine Info. Ihr müsst die Mission mit dem Hochsitz machen, der in diesem Bereich steht. Also mit dem fest installierten Hochsitz. Ihr könnt ihn nicht mit einem eigens aufgestellten Hochsitz machen. Merkt euch das, denkt daran. Ansonsten zählt die Mission leider nicht. Wir müssen ihn jetzt natürlich noch aufbauen. Ich hoffe, hier steht jetzt nicht direkt ein Tier genau vor unserer Nase und wird dadurch verscheucht. Ich werde ihn mal schnell aufbauen und dann müssen wir uns gleich mal ein bisschen umschauen und gedulden. So, Geld ist ausgegeben. Wir klettern einmal rein. Und jetzt heißt es Ausschau halten. Aha! Ein Brunftschrei von einem Rothirsch. Dummerweise haben wir noch keinen Rothirsch-Caller. Jetzt können wir eigentlich nur hoffen, dass der sich hier gleich irgendwie mal bemerkbar macht und aus seinem
Busch da hinten rauskommt und wir ihn irgendwo sehen können. Denn noch sehe ich da hinten nichts. Tja, der Rote scheint da nicht so wirklich rauskommen zu wollen. Das ist jetzt natürlich doof. Der war gar nicht so super weit weg. Also ich schätze fast mal, der ist da irgendwo entweder im Busch da hinten bei dem Stein oder ein kleines Stückchen dahinter. Vielleicht ist er dann auch nur lang gelaufen und ist schon über alle Berge. Wir dürfen natürlich jetzt den Hochsitz nicht verlassen, weil wir müssen den von hier oben schießen. Was anderes ist aber auch noch nicht in Sicht. Geduld, Geduld. Oh. Da steht ein Wildschwein. Das ist ganz schön weit weg. Aber 300 Meter. Wir versuchen das ganz schnell. Nee. Mist. Ja, 300 Meter ist auch echt eine blöde Entfernung. Der zieht die Waffe auch so langsam, ne? Wenn man die Skills noch nicht freigeschaltet hat, ist das echt tricky. Okay, also da wäre ein Wildschwein gewesen. Es war recht weit weg. Da ist noch ein Wildschwein. Okay, wir versuchen es doch. Ich glaube, ich habe es nicht getroffen. Aber sie kommen in unsere Richtung. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ja, perfekt. Perfekt, würde ich sagen, oder? Könnte ja nicht besser sein. Jetzt nur noch mal stehen bleiben. Kollege, jetzt nur noch mal stehen bleiben. Oh, die Wildschweine kommen da nicht hoch. Nochmal die Entfernung checken. Dürften so 150 sein, oder? Oh, sind immer noch über 200, okay. Aber ich versuch's nochmal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich das getroffen habe. Ja, jetzt warten wir mal kurz ab, ob Jagddruck auf der Karte angezeigt wird. Ob ich es wirklich nicht getroffen habe oder... Doch, es ist tot. Der Jagddruck ist so weit hinten. Aber es scheint tot zu sein. Es scheint tot zu sein, Leute. Das ist natürlich... oder war das erste, was wir erwischt hatten? Moment, jetzt muss ich mal... Oh, das erste haben wir getroffen. Freunde, wir haben doch das erste getroffen. Perfekt, wir gehen es mal eben einsammeln und gucken mal, was da los war. Wir müssen jetzt hier eigentlich direkt an der Anschussstelle irgendwie sein. Irgendwo hier müssen wir es erwischt haben. Hier. Da ist auf jeden Fall Blut. Feldmann, dein Job. Tu es. Feldmann hat das Schwein gefunden. Er wird es noch anzeigen. Jawohl. Fein, hast du das gemacht. Fein. Ja, dann gucken wir mal. Ja, schlecht geschossen. Aus 304 Metern, ohne Nullung, das ist schon okay. Hauptsache getroffen in dem Fall. Wir wollen die Mission erledigen und nicht mehr, nicht weniger. Und da haben wir es auch geschafft. Damit haben wir Jäger 5 abgeschlossen. Ging relativ schnell, bin ich sehr froh drüber. Kleines Durcheinander gerade mit den Wildschweinen, aber es hat geklappt. Und wir haben auch eine neue Stufe geschafft. Wir sind jetzt Stufe 8, haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Und werden den jetzt auch mal direkt verteilen. Ich werde den nächsten Punkt hier in Stufe 3 beim Fährtenleser packen, denn die zeigt uns dann Informationen zum ungefähren Gewicht des Tieres, wenn wir die Fußspuren untersuchen. Und auch zur Fellart bei zerwühlter Vegetation. Die haben wir noch nicht freigeschaltet, die zerwühlte Vegetation, aber die Information über das Gewicht ist schon durchaus wichtig, deswegen nehmen wir das mal mit. Gut, dann wollen wir mal gucken, was uns hier bei den Missionen erwartet. Und zwar käme noch Jäger 6 dazu. Erlege 2 Dammhirsche mit einem Gewehr des Kalibers 243 und verwerte sie. Erziele dabei mindestens eine Goldpunktzahl. So, wir haben es jetzt aber gleich 19 Uhr. Und 19 bis 5 Uhr ist immer Nacht. Und wir haben noch die Mission Erlege bei Nacht einen Hirsch und verwerte ihn. Das wäre Sommer 2. Und damit ich jetzt nicht ständig die Zeit umstellen muss, möchte ich das gerne nutzen. Und wir werden uns jetzt erstmal einmal um Sommer 2 kümmern und versuchen bei Nacht einen Hirsch zu erlegen und zu verwerten.
Dazu gehen wir jetzt nochmal auf die Karte. Wir werden hier gleich nochmal zu dem Haus reisen, was wir uns eben freigeschaltet haben. Und dann werde ich hier so ein bisschen über die Felder ziehen. Hier sind immer Dammhirsche unterwegs zu den Fresszeiten, normalerweise. Ich hoffe, dass die sich irgendwo in dieser Gegend bewegen und herumtreiben, damit wir da auch einen finden. Im Zweifel gehen wir auch noch weiter nach rechts zu den nächsten Feldern. Oder wir verfolgen diesen Rothirsch. Jetzt habe ich ihn gerade entdeckt und ein bisschen aufgescheucht, so wie es aussieht. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wo die genau hinwollen. Ich werde jetzt mal langsam ein bisschen hinterhergehen und gucken, ob ich den irgendwie zu einem Bedürfnisgebiet folgen kann. Und wir müssen ja, wie gesagt, eh noch warten, bis es 19 Uhr ist. Das dauert noch ein paar Minütchen. Also schauen wir mal, ob wir die nicht vielleicht gleich wiederfinden. Jetzt ist hier direkt noch einer stehen geblieben, tatsächlich, was ja super praktisch ist, aber er hat uns entdeckt. Da stehen sie und ich warte jetzt mal hier im Busch, bis es 19 Uhr ist und dann werden wir da mal den Rothirsch erlegen und dann müssten wir eigentlich die Mission auch erledigt haben. Okay, die Uhr ist jetzt 19.01 Uhr, ich nehme jetzt mal direkt das Gewehr in die Hand, der müsste hier eigentlich noch direkt vor uns stehen. Wo ist denn der männliche? Da, ne? Kann er mal den Kopf hoch machen? Kumpel, mach mal den Kopf hoch. Los! Hör auf zu fressen. Ah, der gibt natürlich mehr Geld, der männliche. Deswegen will ich eigentlich den gerne haben. Man könnte jetzt... Da ist er. Okay, wir haben ihn getroffen. Ich weiß leider nicht, wie gut wir ihn getroffen haben. Deswegen würde ich gerne nochmal schießen. Okay. Licht anmachen über L. Einmal gucken, ob wir hier den Anschluss finden. War jetzt natürlich ein recht riskanter Schuss, weil ich ihn nicht gespottet hatte und so nicht ganz genau wusste, wo das Herz sitzt. Aber wir sind ja ein bisschen risikofreudig, Leute. Wir schauen jetzt einfach mal. Auf jeden Fall habe ich beim zweiten Schuss eingetroffen. Feldmann und ich machen uns auf die Suche und wir gucken mal, ob wir ihn finden können. Okay, Leute. Schlechte Nachrichten. Feldmann zeigt unten rechts jetzt an, nicht mehr folgt Blutspur, sondern verfolgt Beute. Bedeutet, der Hirsch ist leider nicht tot. Ich habe ihn wirklich schlecht getroffen. Wir sind ihm jetzt ein ganzes Stück hinterhergelaufen, aber inzwischen sagt der Dog, der ist leider nicht tot. Das passiert. Das ist jetzt natürlich echt dumm gewesen, würde ich sagen. Da war ich mir zu sicher. Und ja, deswegen müssen wir das Ganze jetzt leider nochmal probieren. Es wird jetzt immer dunkler, was natürlich echt blöd ist, weil wir auch kein Nachtsichtgerät haben. Gerade ohne Lampe ist es echt dunkel. Bedeutet, ich werde jetzt noch einmal zurückgehen zu dem Hochsitz und mal gucken, ob da vielleicht die Rothirsche irgendwie im Bogen nochmal zurückgelaufen sind. Denn bis 21:30 sind die eigentlich noch am Fressen. Das werden wir nochmal checken und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt gerade doch nochmal den Rothirsch da unten entdeckt. Und wir werden unser Glück jetzt einfach hier nochmal probieren. Eigentlich sollte es passen da unten. Das habe ich eben auch gedacht. Jawohl, den haben wir erwischt. Ich glaube diesmal auch ein bisschen besser. Schauen wir mal. Jo, wir haben hier unten den Anschuss. Der Anschuss war sehr gut. Es ist ein tödlicher Treffer. Jetzt müssen wir nur noch den Hirsch finden und dann haben wir es auch. So, Feldmann ist wieder erfolgreich gewesen, hat den Hirsch gefunden, soll natürlich wieder ein Lob bekommen. Und dann nehmen wir ihn mal mit. Ja, sehr guter Treffer. Und Mission abgeschlossen. Gibt 1300 Taler nochmal. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wieso haben wir die Mission nicht abgeschlossen? Was ist da los? Nein, oh Freunde, Freunde.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ah, okay. Typischer Nesi. Einfach nicht richtig gelesen. Ich habe nur noch gelesen, erlege bei Nacht einen Hirsch und verwerte ihn. Wir hätten ihn natürlich in Pedersheim erlegen müssen. Perfekt. Ja, können wir das rausschneiden? Nein, schneiden wir natürlich nicht raus. Ja, das war jetzt absolut dumm. Aber lasst uns mal hier kurz an den See reisen und gucken, ob da noch ein Dammhirsch irgendwo rumsteht. Also das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen hier. Bis gleich. Ich habe am See natürlich keinen gefunden, weil es ja auch keine Trinkzeit von den Dammhirschen. Aber ich habe hier aus der... Oh. Richtung. Gerade eben was gehört. Und jetzt auch gesehen. Und da können wir gleich mal gucken, ob die zurückkommen. Ich glaube, ja, da vorne ist doch direkt einer zurückgekommen. Da machen wir mal kurz einen Prozess. Zack. Das sollte doch gereicht haben. Und Feldmann und ich sind direkt wieder fündig geworden. Der Anschluss war leider auch nicht gut. Aber gefallen ist gefallen. Wir sind stecken geblieben vorne. Im Fleisch, im Muskel. Nehmen wir aber mit. Und jetzt haben wir auch die Mission geschafft. Ein Glück. Ja, das war wieder ein klassischer Nesi. Einfach nicht richtig gelesen. Passiert. Abgehakt. Weiter geht's. Wie schaut's denn jetzt mal aus? Gucken wir uns einmal den aktuellen Stand an. Wir haben dazu bekommen... Ah ja, Sommer 3. Perfekt. Gehe zum Petershainer See, erlege 2 Rehe und verwerte sie. Da sind wir gerade. Aber wir hatten eine ähnliche Mission zuletzt schon mal. Da mussten wir 3 Rehe erlegen. Das haben wir zur Trinkzeit gemacht, das werden wir auch hier wieder machen. Ich möchte jetzt heute nicht nur Nebenmissionen machen, sondern ich möchte jetzt auch mal mit den Wiesenten anfangen. Heißt, wir müssen zur Rinderlandschlucht einen Kadaver finden und eine Blutprobe besorgen. Das Ganze ist hier unten links. Heißt, der Weg ist relativ weit. Ich werde gleich einmal hier hinreisen, mir das Quatsch schnappen, hier rüberfahren, den Aussichtsturm mitnehmen. Und uns dann ein weiteres Haus suchen. Und dann sehen wir uns gleich wieder und kümmern uns mal um das Wiesent. Bis gleich. Na, was haben wir denn da? Das sammeln wir doch ein. Zwischendurch immer die Augen offen halten. Denn solche Dinge bringen am Anfang echt viel. Wir haben den Außenposten erreicht, beziehungsweise haben den Aussichtsturm freigeschaltet, sind dann einmal hier zum Haus gefahren. Ja, und haben jetzt die Möglichkeit, hier immer wieder hinzureisen. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wo findet sich der Kadaver? Ich bin ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, wo er war. Heißt, wir müssen uns jetzt erstmal auf die Suche nach ein paar Wiesentspuren machen und einfach mal gucken, ob die uns in die richtige Richtung führen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier so in diesem Bereich müssen, aber ey, das ist einfach nur eine Vermutung. Ich werde das mal austesten und uns da mal einen Wegpunkt setzen und dann arbeiten wir uns hier mal in den Norden hoch und dann schauen wir einfach mal. Okay, wir sind jetzt oben auf dem Hang angekommen und können hier ganz gut in die Schlucht gucken. Also ich kann mich... Oh Gott, nicht runterfahren. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es da... Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht so nah an den Rand gehen. Dass es da gewesen wäre. Da vorne ist der See. Jetzt mal hier mal gucken, ob wir hier irgendwo was sehen. Leider nicht. Das ist schlecht. Da liegt ein Reh. Ich werde mal hier runter gehen und dann müssen wir mal gucken, ob wir eine Spur finden. Ah, hier ist eine Spur. Oh, da ist Blut. Ah, oh mein Gott. Da ist Blut. Blut ist gut. Hat mich mein Gefühl doch nicht getäuscht. Irgendwo am See. Was? Okay, möglicherweise haben wir hier gerade einen Bug. Trophäe bestätigen.
Okay. Well, ich habe auf nichts geschossen. Ja, wir werden das jetzt mal bestätigen und ich nehme fast mal an, dass das Wiesent ist. Wir sind hier ein bisschen südlich vom See, wir sind hier runtergekommen. Kein Wunder, dass ich mit dem Fernglas nichts sehen konnte, wenn hier nichts liegt. Feldmann, lass mal gucken. Ja, okay, perfekt. Das ist das verwundete Wiesent. Wir haben es gefunden. Wir haben direkt wieder eine neue Stufe. Heißt, wir werden gleich nochmal einen Vorteilspunkt vergeben. Okay, interessant. Scheint aktuell ein Bug zu sein hier, dass das nicht angezeigt wird. Gut, dass wir es entdeckt haben. Also kann natürlich auch bei euch sein, dass das Wiesent nicht angezeigt wird. Wir schauen mal eben, was es für neue Missionen gibt. Also neue Hauptmission, Jäger, der vermisste Sohn. Geht zur Hütte an den Getreidefeldern von Ratenfeld. Ja, an die Mission erinnere ich mich auch ganz gut. Dazu kam jetzt noch Bandari 1, entdecke einen Wiesent in der Rinderlandschlucht. Das kriegen wir jetzt auch nochmal hin. Werden wir jetzt auf jeden Fall auch nochmal schnell machen. Ein Wiesent entdecken. Feldmann. Achso, wir müssen auch noch einen Vorteilspunkt vergeben. Das machen wir auch noch schnell. Vorteilspunkte. Ja, relativ easy. Ich möchte den Perk hier vollkriegen. Kontrolliertes Atmen, Level 3, reduziert das Zittern, während du die Luft anhältst. Ist fürs Schießen einfach unerlässlich. Nehmen wir direkt mal mit. Wir könnten uns natürlich jetzt auch schon die Nullung freischalten, aber da habe ich jetzt gerade noch nicht so die Schwierigkeiten mit vorbei. Vorhin bei dem Wildschwein. Naja. Wird aber so das nächste sein wahrscheinlich, was wir uns gönnen. Die Nullung, die kurze Nullung. Kommen wir aber dann auch nochmal zu sprechen. Ja, dann heißt es jetzt auf der Suche nach einem Wiesent. Das ist kein Wiesent. Aber wir werden uns mal... In welche Richtung? Vielleicht gehen wir mal hier in die Richtung zurück. Und gucken mal, ob wir da ein Wiesent irgendwo finden. Da haben wir ja Spuren gehabt. Vielleicht läuft uns auch auf dem Weg eins über den Haufen. Schauen wir mal. Ich suche mal eins. So, wir haben hier jetzt leider ein kleines Problemchen. Nicht nur, dass ich die Spur gerade nicht wiederfinde, auch ist das Wiesent einfach mal so Richtung Missionsrand gelaufen. Das gefällt mir gar nicht. Deswegen müssen wir mal ein bisschen in andere Richtung einschlagen und hoffen, dass wir ein anderes finden. Denn das könnte rausgelaufen sein. Und weil ich heute ja so einen richtig smarten Tag habe, habe ich doch glatt nochmal auf die Uhr geschaut und festgestellt, wir sind mitten in der Trinkzeit von den Wiesenten. Und war ja so schlau, vom See wegzulaufen. Richtig, richtig smart. Aber gut. Das passt auch zu dem, was vorhin mit dem Hirsch bei Nacht passiert ist. Heißt, wir werden jetzt nochmal Richtung See laufen. Und hoffen, dass wir da eins finden spätestens. Vielleicht hier auch zwischendurch schon mal. Aber das ist jetzt auf jeden Fall unser Ziel. Ist ein kleines Stückchen, müssen die ganze Schlucht nochmal lang. Aber schaffen wir. Ja, und damit euch das nicht passiert, was mir hier ständig passiert, wobei ausgeschlossen ist es trotzdem nicht, wie ihr seht, nutzt für Informationen zu Trinkzeiten, zu Missionen, zu Waffen etc. pp. Gerne die Website espis.de. Hier oben einmal der Link. Und ja, schaut da gerne mal rein. Da kriegt ihr echt allerhand Infos zu allen Maps, zu allen Trinkzeiten, Bedürfniszeiten. Also nicht nur Trinkzeiten natürlich, zu allen Bedürfniszeiten der jeweiligen Tiere. Ihr kriegt Infos zu den Waffen. Schaltet euch oder klickt euch da mal durch. Schaut euch die Seite mal an. Ist super, super hilfreich und eigentlich auch immer up to date. Auch nach Updates relativ schnell mit neuen Infos besetzt. Also schaut gerne mal bei Espis vorbei. Dann passiert euch sowas wie mir heute hier vielleicht nicht ganz so oft. Wir sind jetzt gleich am See angekommen und wir haben echt so eine Riesenrunde gedreht. Ne? Wir haben hier das Wiesent gefunden, das Kadaver. Sind dann den ganzen Bogen hier runtergelaufen bis hier, um jetzt einfach wieder zum See zu gehen. Wehe, da sind jetzt keine. Wir haben auch auf dem ganzen Weg nichts gefunden. Also wenn hier jetzt keine sind zur Trinkzeit, dann weiß ich auch nicht mehr. Sieht ja schon mal nicht so gut aus. Perfekt. Ja, okay. Wir sind im Wiesentgebiet zur Trinkzeit am einzigen See hier im Bereich. Ist natürlich schlecht. Kann bedeuten, dass die alle hier unten trinken, was aber nicht mehr in dem Bereich wäre, in dem wir sie eigentlich suchen müssen.
Heißt, ja, wir werden wohl noch mal ein bisschen rumlaufen müssen. Es nützt nichts. Es nützt nichts. Ey, als ob uns jetzt die Wiesente hier so zum Verzweifeln bringen, ne? So, ich bin jetzt hier beim Haus wieder angekommen. Ich bin echt gerade... Ich war hier unten nochmal am See. Selbst da habe ich nichts gesehen. Ich bin bis hier, bis fast zum Kartenrand gelaufen. Auch da habe ich nichts mehr gefunden. Die Wiesente wollen uns gerade wirklich verarschen. Aber ich werde die Zeit kurz nutzen. Ich wollte euch ja noch kurz was zu Feldmann oder dem Jagdhund generell erzählen, wie ihr den leveln könnt. Und zwar habt ihr hier unten links den Bereich Jagdhund und könnt da einmal sehen, welche Stufe er im Bereich Begleiter hat und welche Stufe er im Bereich Spürhund hat. 95% heißt, in 5% kriegt er die nächste Stufe. Und ihr habt die Möglichkeit, Wesenszüge zu bestimmen. Da wir hier beim Begleiter Stufe 14 sind, haben wir hier für Stufe 5 schon was ich freischalten kann und für Stufe 10 auch was ich freischalten kann. Ihr habt in allen möglichen Stufen, in 5er Abschnitten, immer die Möglichkeit zwischen zwei Perks zu wählen. Hier bei Stufe 5 wäre das einmal liebevoll, du hast noch eine liebevollere Beziehung zu deinem Hund, die seine allgemeine Bindung erhöht. Oder dein Hund kann Umwege zugunsten frischer Spuren auslassen. Ich als eingefleischter Jäger möchte natürlich, dass mein Hund den direkten Weg zur Beute sucht. Also schalte ich den mal frei. Der Hund soll schneller die Beute finden. Und bei Stufe 2 haben wir die Möglichkeit zu sagen, sechster Sinn. Dein Hund hat eine höhere Chance zu spüren, dass ein Tier bald verschreckt wird. Oder erhöht die Entfernung, auf die dein Hund eine Blutspur finden kann. Ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne? Möchtet ihr, dass euer Hund auf relativ hohe Entfernung Blut schnüffeln kann? Oder möchtet ihr lieber eine höhere Chance haben zu spüren, dass ein Tier bald verschreckt wird? Ne? Um vielleicht rechtzeitig noch reagieren zu können. Ich entscheide mich tatsächlich hier für den sechsten Sinn, weil ich weiß in der Regel ungefähr, wo ich mein Tier geschossen habe, denn ich habe im Zweifel auch den Jagddruck auf der Karte und immer in der Mitte des Jagddrucks habt ihr das Tier getroffen. Dementsprechend könnt ihr euch daran auch noch orientieren und die Geschichte, dass der Hund auf weitere Entfernung eine Blutspur findet, ist aus meiner Sicht nicht so super relevant. Dementsprechend sechster Sinn. So, ja, das zum Hund. Ihr seht hier auch bei Bindungen, er ist gerade zufrieden. Wenn man jetzt ein bisschen mit dem spielen würde, dann kann man die Bindungen auch noch erhöhen. Das können wir mal eben machen, so spielen. Dann seht ihr rechts, tut sich noch nichts, perfekt. Ist wieder der Vorführeffekt. Wir machen das Ganze nochmal. Oh, nochmal ein bisschen streicheln. Oha. Oh, Feldmann ist, glaube ich, echt ein bisschen mucksch, habe ich das Gefühl. Ah, so, jetzt haben wir es doch. Liebevoll. So, und so könnt ihr das Ganze ein bisschen leveln, beziehungsweise das sorgt dafür, dass der Hund ein bisschen besser levelt. Also streichelt ihm immer mal, spielt ein bisschen mit ihm. Ihr könnt auch Leckerlis kaufen, nutzt auch die, wenn ihr sie habt. Ja, aber ich werde jetzt nochmal weitersuchen. Vielleicht, oder hoffentlich finden wir jetzt gleich nochmal ein Wiesent hier in dem Bereich. Gut, Freunde, ich bin schon wieder am Haus angekommen. Denn ich habe jetzt nochmal die Zeit umgestellt. Und zwar auf 8 Uhr morgens. Das ist so die Fresszeit der Wiesente. Und ich hoffe einfach, dass die... Ja, dass die Wiesente hier auftaucht. Warum kann es nicht immer so einfach sein wie gerade? Perfekt. Gut, Mission abgeschlossen. Einfach die Zeit umstellen, nochmal herkommen. Die scheinen zur Trinkzeit echt irgendwie hier unten an den See zu gehen. Ich weiß es nicht. Beziehungsweise da habe ich sie auch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind zum Trinken. Vielleicht sind die auch irgendwo hier unten. Kann ich mir nicht vorstellen. Ist zu weit weg. Aber wer weiß. Auf jeden Fall haben wir jetzt unser Wiesent. Und als letzte Mission heute möchte ich Sommer 3 angehen. Erlege 2 Rehe und verwerte sie. Am Petershainer See. Lesen. Leute, lesen. Auch wenn es schon durchgestrichen ist. Diesmal passiert uns das nicht. Heißt, wir müssen nochmal hier rüber an den Petershainer See. Da haben wir letztes Mal schon Rehe geschossen. Ich hoffe einfach, da sind noch 2. Heißt, ich werde jetzt nochmal die Zeit auf die Trinkzeit umstellen. Also 15 Uhr ungefähr. Und dann schauen wir da mal rein und hoffen, dass da ein paar Rehe auftauchen. Das Ganze hat uns jetzt auch nochmal fast 2000 Taler gekostet, denn wir mussten natürlich zweimal die Zeit umstellen. Einmal, um die Wiesente morgens zu erwischen
Und jetzt einmal, um wieder die Redzeit zu haben. Wir wären nämlich sonst perfekt in der Zeit hier gewesen. Aber die Wiesente haben uns einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und da sind zwei schöne Dammhirsche. Oder ist ein schöner Dammhirsch. Aber den brauchen wir gerade nicht. Und wir wollen hier jetzt auch keinen Lärm machen. Heißt, Rehe suchen. Da haben wir doch schon das erste Reh. Das ist jetzt, ich glaube, eine ähnliche Position wie beim letzten Mal. Ist relativ weit weg. Ja, 300 Meter und steht ein bisschen blöd. Ich versuche da diesmal ein bisschen dichter ranzukommen, weil ich schieße heute nicht so gut. Und damit da nichts schief geht, habe ich uns mal so richtig nah dran gebracht. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht sogar beide kriegen. Aber eins ist schon mal was. Ja, eins ist schon mal was, weil da drüben habe ich eben auch irgendwo eins gesehen. Da hinten. Ist jetzt natürlich wieder genau die andere Richtung. Aber da warten wir mal kurz, ob das umfällt. Und hier drüben gucken wir jetzt nochmal nach dem. Ah, es ist ziemlich weit weg, steht auch wieder frontal. Ich warte noch mal kurz, ob das andere von hier wiederkommt. Schauen wir mal. Also hier kommt nichts wieder, aber ich habe da hinten jetzt das nächste entdeckt. Dann wird das das zweite sein, was wir uns heute gönnen. Erstmal sammeln wir das erste ein. Da ist es auch schon. Feldmann hat wieder gute Arbeit geleistet. Wieder schlecht geschossen. Aber es ist heute irgendwie so ein typischer. Ja, es ist Freitag, aber es fühlt sich an wie ein Montag, ohne geschlafen zu haben. Bei den Schussqualitäten wird auch Zeit, dass wir ein neues Visier uns gönnen. Wir werden nächstes Mal mal schauen, auf was wir denn so für Equipment sparen. Entfernungsmesser ist da auch ein gutes Stichwort. Ab Level 11 kann man sich den holen. Der wäre auf jeden Fall wichtig, aber ein größeres Visier auch. Schauen wir mal, was wir da beim nächsten Mal uns vielleicht schon mal gönnen an neuem Equipment. So, aber jetzt erstmal das zweite Reh. So, da vorne steht es schon. Ich versuche jetzt mal noch ein bisschen seitlicher zu kommen, damit wir diesmal auch wirklich, wirklich mal einen vernünftigen Schuss setzen heute. So, ich fürchte, viel besser als hier kommen wir nicht ran. Zumindest nicht, was den Winkel angeht. Deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach mal von hier aus. Auch der sollte gepasst haben. Nee, auch ist das falsche Wort. Der sollte gepasst haben. Gucken wir uns mal ganz schnell die Blutspur an. Ja, und auch der ist wieder irgendwo stecken geblieben. Also es ist echt verhext. Also heute ist wirklich verhext. Jeder Schuss kein Treffer. Gut, ich mache uns auf die Suche und sammeln das auch noch ein. So, diesmal bin ich wieder ein bisschen schneller beim Tier gewesen als Feldmann. Später wird er euch nur noch anbellen und sagen, hey, du bist zu langsam. Lauf schneller. Aber das haben wir. Und damit haben wir auch Sommer 4 ist neu. Das war das Sommer 3 gerade. Genau, Sommer 3 abgeschlossen. Und können auch diese Mission zu unseren Erledigten erzählen. Gibt noch wieder ein bisschen Geld. Ja, liebe Leute. Das war wieder eine sehr, sehr coole Folge, finde ich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben ein bisschen was geschafft. Wir haben den Wiesent-Kadaver gefunden, auch wenn er optisch nicht zu sehen war. Wir haben ein paar Rehe erlegt, wir haben bei Nacht ein paar Hirsche erlegt, sagen wir es mal so. Wir hatten ein paar Schwierigkeiten heute, aber so ist das manchmal. Lesen ist wichtig und richtig. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt. Aktiviert auch die Glocke. Vielen, vielen Dank. Nächstes Mal werden wir uns dann wieder ein bisschen mit Wiesenten beschäftigen und vielleicht auch die Suche nach einem kleinen Kind vorantreiben. Ja, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Weidmanns Heil. Arrivederci. Ciao, ciao.